Ja, genau. Und wir haben den Anlauf nochmal verkürzt, nachdem wir gerade gesehen haben, dass es auch für unseren Stuntman nicht ganz so einfach war, da die Linie zu halten. Fast wäre er umgekippt. Und da geht natürlich die Sicherheit unserer Protagonisten auf jeden Fall vor heute Abend hier. Und wir sind nochmal 2 Meter oder, naja, 1,50 nach unten gegangen. Revi, unser YouTuber, du hast gesehen, der Kelly hat es nicht nur nicht so ganz gut gefallen, sondern sie war auch nicht so wirklich erfolgreich. Du musst jetzt einiges rausholen. Ja, definitiv. Das ist auch mein Ziel. Ich werde das hier komplett holen. Auf jeden Fall. Okay, also der Mann ist wirklich fokussiert, das merkt man. Und David Odonko ist da, unser, ich hätte fast gesagt, Weltmeister. Sommermärchen und jetzt auf einmal Winterdrama. Nicht? Du bist ja quasi Ersatzfahrer in sozusagen das Kajak reingesprungen mit nur wenigen Testfahrten, aber du bist Vollprofi. Natürlich bin ich Vollprofi. Ich bin jetzt die Strecke 2-mal gefahren, aber mir macht das riesen Spaß und ich will einfach nur gesund unten ankommen. Ja, und als Bundestrainer, 2-8, hattest du das letzte Länderspiel eben, dann muss ich dir noch sagen, David, normalerweise läufst du ja immer nur geradeaus. Jetzt musst du aber dann eben, dann, sagen wir mal, immer mal auf eine Kurve kommen, auch mal links abbiegen. Okay, nicht vergessen. Okay, Bundestrainer, das kriege ich hin. Alles klar. Also, David Odonkor gegen Revi, unseren YouTuber. Ab geht sie, die Rutschpartie 2018. Und es ist das letzte Rennen der ersten Disziplin. Und David Odonko, das müssen wir nochmal sagen, der ist um 19 Uhr hier in St. Anton angekommen. 1945 hat er seine erste Probefahrt gemacht und jetzt liegt er vorne. Und Revi ist nicht ganz so aggressiv, wie er das eben hat vermuten lassen. Odonko führt das Ganze an. Wir sind hier in der Onboard-Kamera von Revi. Und jetzt geht's in die Pirouette hinein von David Odonko, dem Mann, der für Dortmund spielte, der bei Sevilla unterwegs war. Und kann Revi sich hier noch nach vorne bringen? Ich habe nicht den Eindruck, er ist zu stark in der Rotation. Und jetzt versucht Odonko das mit dem Paddel irgendwie zu regeln. Wird es auch mit dem Oberkörper, mit der Gewichtsverlagerung auch schaffen. Und den Sieg lässt er sich nicht nehmen. Er fährt einfach rückwärts nach unten rein. Dann kann jubeln, als hätte er das entscheidende Tor geschossen in der 89. Minute. Und Revi fährt auch im Rückwärtsgang und hat dann doch mit dem Sieg nichts zu tun. Also David Odonko. Er holt sich den Erfolg und wir stehen ja hier oben neben all unseren Promis und Antonia, die jubelt und freut sich.